Ja, ich darf euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, Crossways-Gottesdienst hier im Kino willkommen heißen. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen gilt unserem afrikanischen Gast, dem Reverend Balibanga und seiner Frau. Vielleicht applaudiert ihr einfach mal kurz für sie. Denn ihr habt gerade in diesem Video gesehen, dass wir als Kirche letztes Jahr mit 20 Leuten dorthin gereist sind, nach Goma, nach Afrika, um dort zu schauen, wie wir irgendwie den Menschen dort helfen können. Eigentlich sind wir dorthin gegangen für ein Schulprojekt, um damit anzupacken, aber an einem Tag haben wir einen Ausflug gemacht und uns eben dieses Krankenhaus hier angeschaut, das da abgelegen liegt, wo sonst keine medizinische Hilfe hinkommt zu den Menschen. Und dieser Mann hat dieses Krankenhaus mit initiiert, nicht nur das, sondern auch die Schulen und die Gemeinden. Er ist Pastor und zuständig dort für ganz viel, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Und als wir als Team zurückgekommen sind, haben wir gesagt, wie schön wäre es, wenn wir mal die Möglichkeit hätten, ihn auch hier nach Deutschland hin einzuladen. Und jetzt haben sie über 6 Wochen bis letzte Woche in Kinshasa gesessen und auf ihr Visa gewartet. Sehr schwierig für Menschen aus dem Kongo, ein Schengen-Visa zu bekommen. Und es hat 6 Wochen gedauert, sind jeden Tag zur Botschaft hingegangen, haben geschaut, wie sie da hinkommen. Als er mich dann letzte Woche Freitagabend angerufen haben, haben wir gesagt, super, und wir tun dich auf die nächste Maschine. Der Ruven Kranz hat ein Ticket noch für den gleichen Abend organisiert. Und dann sind die beiden, Balibanga und seine Frau, sind hier angekommen. Und wir wollen natürlich ihn herzlich willkommen heißen und vielleicht auch einfach einladen, ein bisschen uns mit hineinzunehmen und ein kurzes Update zu geben von dem, was dort gerade im Kongo passiert. Balibanga, we will change to English now. Everyone in this room understands English very well. You are normally French speaking. So English is also a foreign language, just same for us. But I would like to, first of all, we are very happy to have you here. Your ministry and what you've been doing there in these last years has impacted many, many, many people. And perhaps you can just give us a little bit of an update on the school, first of all, because last year we came for the school. Tell us what is happening at the school in Goma. Let me start by greeting you in Swahili. Habari yenu. Say only mzuri. Habari yenu. Habari yenu. We can say Muzuri. Muzuri. Thank you. Yeah, I'm very happy to be here with you. And thanks so much. I can see again some people who come with the team last time. And I'm very happy. You know, sometimes when we are doing things, you cannot know how you are impacting the life of many people. And when we started the school, I cannot think that one day we can have people to help us. And when we started, it was a school for only some kids, some orphans. But because of people like you who continue to help, continue to give, now the school began a school big than big. And the last time when we received the team from Frankfurt, we received a team and they help us. We have now a good computer lab. And we have also new benches. And after the team, I can see how many parents now bring their children to start in our school. And now we have 800 students. It's because of you, because of the people who continue to pray, continue to give. And I'm very happy for sending your team. And thank you so much. Ganz, thank you very much for thanking us because we felt like this is only a small thing that we're doing, showing up there for 10 days and helping, and to hear that this is impacting you or that this is spreading in the community is very good for us to hear. Now, we just saw a video of the hospital, and you were the one who took us on one of the days just outside of Goma to this remote place. Where just hundreds of kids were gathering around. What is happening at the hospital? Okay, before I speak about that, let me tell, when we started the school, it was because of war. And we were taking care about the kids who didn't go to school. Now, when the other war started, I think now about the widows, the kids, and those people around Goma who don't have
good health. And this is why we decided to say we can start a small clinic with our own effort, and we started that. And when the team arrived in Goma, we invited them to go and see what we are doing. And when they see, they say, okay, we can work together. And now I think we are doing, but we need more, because we need medicine, we need equipment, and we need many things. You have seen how we were working, because it is an area where we have only poor people. You know, the government in Africa, in my country, many politicians, they don't care about people. This is a big problem, because when they are ill, they can bring their kids here in Germany, in the States, and the other people continue to suffer. This is why I fear, I say, let me go and see what I can do and make a difference. And I was very happy to see a team from Frankfurt come and join me. And also I'm very happy to see that another team is coming in July. And I encourage you to continue, because what you are doing, you are helping to save many lives of people. Thank you so much. Thank you for this brief update. Indeed, we are sending another team. Wir schicken dieses Jahr, im Juli haben wir ja Anfang des Jahres vorgestellt, dass wir wieder mit einem Team hingehen wollen, und haben uns diesmal auf die Fahne geschrieben, dass wir schauen wollen, wie wir dieses Krankenhaus unterstützen und supporten können, wie wir da Infrastruktur helfen können aufzubauen, denn da sind so viele Kinder, da waren hunderte von Kindern um uns herum, und wenn die nicht die Möglichkeit haben, irgendwo, wenn sie krank sind, oder wenn irgendein Unfall passiert ist, irgendwo in eine Klinik zu gehen, dann ist das einfach sehr dramatisch. Was ganz wunderbar ist, ist, dass wir im Moment in Gesprächen sind mit einer Reihe von Chirurgen, die sich bereit erklären, in dritte Weltländer zu gehen und dort zu operieren, Menschen kostenlos zu operieren. Und zwar kommen die mit einem Chirurgenteam und mit Anästhesisten und mit Krankenpflegern und haben angeboten, mit uns zusammen etwas aufzubauen. Wir hatten diese Woche ein großes Meeting und arbeiten daran, wie wir vielleicht als Team das mit supporten können, da die Infrastruktur zu legen, dass im Grunde Ärzte kommen können und dann innerhalb von einer Woche 40 bis 50 OPs machen können für die Menschen, die dort sind. So, da haben sich schon eine Reihe von Türen aufgetan. Wir treffen uns diese Woche am Donnerstagabend mit dem Balibanga und besprechen, was genau wir machen werden und wie wir das planen werden. Aber da tun sich eine Reihe von ganz wunderbaren Türen auf. Danke für euren Support. Ich glaube, Balibanga hat das auf Englisch super gut rübergebracht, dass er wirklich dankbar ist und sich sehr darüber freut, dass wir ihn so unterstützen. Thank you so much for everything you do. And we will hear from you in some other services. Heute Abend spricht Balibanga in unserem Gottesdienst in Mainz. So, wenn hier einige Mainzer sind oder ihr Lust habt, heute Abend nach Mainz rauszufahren, da hält er heute Abend eine kräftig afrikanische Predigt auf Französisch, die wir allerdings dann übersetzen werden. Jetzt lade ich euch ein, aufzustehen, denn wir wollen mit gemeinsam Gottesdienst feiern, wir wollen Lieder miteinander singen und wollen das tun hier mit der Unterstützung der Band. Und ich lade euch ein, ja, kräftig mit einzustimmen, denn das ist ein Gottesdienst, wo wir Gott die Ehre geben wollen für das, was er in unserem Leben tut und im Leben von Menschen um den Globus herum.